Das A3-Programm wird gestrafft und entstaubt. Und zwar mit dem A3 Sportcoupé. Vor allem die Formensprache des TT soll hier weiterleben. Obwohl sich Audi bei den Kompakten mit der Differenzierung zwischen Sportback, Sportcoupé und Avant schwer tut, ist bis auf Weiteres unterhalb des A4 kein Avant in Sicht. A1 und A3 starten als fünftüriges Sportback, die dreitürigen Ableger rollen mangels Nachfrage auf das Abstellgleis. Das fünftürige A3 Sportcoupé soll unter anderem das BMW 2er Gran Coupé und den Mercedes CLA im Visier haben. Trotzdem bleibt die A3 Limousine im Programm. 2020, mit der kommenden A3-Generation, soll das Sportcoupé auf den Markt kommen.